sage immer, das Wichtigste, was in der Coaching-Sitzung passiert, ist, was passiert, in dem Moment von der Wohnungs- oder von der Bürotür, bis der im Coachingstuhl sitzt, wenn man nicht im Stehen arbeitet. So. Was passiert da in mir als Resonanz? Aber was passiert auch beim Kunden? Und wenn ich dann, statt diese Informationen für den Kunden liebevoll zu verwerten, anfange zu fragen, was wollen Sie hier und wann sind Sie zufrieden, wenn Sie hier rausgehen oder irgendwie sowas, dann nutze ich ganz wesentliche Informationen nicht, die der Klient braucht, um sich verändern zu können. Und ich lasse ihn dann im Stich. Betroffen sein ist ja häufig ein Anlass für Coachings. Der Kollege, der Mitarbeiter, die Umstände, die Budgetplanung, die Shareholder, der Aktienkurs. Also von allem ist man irgendwie betroffen. Und dann versuchen gewissermaßen gerade auch sehr executive Leute immer wieder und ausschließlich auf den Handlungspol zu kommen. Das ist ganz anders als mit einem anderen Klientel, das sich immer sozusagen nur betroffen fühlt und gar nicht weiß, dass man dagegen was unternehmen könnte. Aber bleiben wir mal bei den Ersteren. Ja, ich hatte mal einen Vorstand im Coaching, wirklich eine wahnsinnig herausfordernde Situation. Also ich hätte keine Sekunde mit ihm tauschen wollen. Und alle Hoffnung der Welt, oder genauer gesagt, alle Hoffnung dieser Firma, ruhten auf seinen Schultern, neu ernannt. Und endlich war in den Augen aller Mitarbeiter weltweit der Richtige am Ruder. Der, der es jetzt hinkriegt. Das wusste er auch. Der hat nicht mehr geschlafen, der hat nicht mehr gegessen. Dann sage ich zu ihm, Herr Mayer, darf ich Ihnen mal was sagen? Wer entscheidet, ob Sie erfolgreich sind oder nicht? Dann hat er mich so ein bisschen, war ja eine provokante Frage irgendwie, dann sage ich, wissen Sie, das würfeln die Götter im Olymp aus. Was, wie? Wollen Sie mich jetzt verarschen? Dann sage ich, nein, das ist mein voller Ernst. Zu glauben, dass es an Ihren Entscheidungen liegt, was die Zukunft entscheidet, ist eine Grandiositätsidee. Sie wissen nicht, was die Konkurrenz macht. Sie wissen nicht, wie die Devisenentwicklung ist, der Euro-Dollar-Kurs sich entwickelt. Und ich brauche das jetzt nicht alles aufzählen, was alles Determinanten sind, die er null handelnd beeinflussen kann, die aber vollkommen terminieren, was wirklich in der Zukunft passiert. Darum ist ein sorgfältiges Hingucken, mit was man sich gerade bei Tunmenschen gegebenenfalls auch abzufinden hat, wo man in Demut niederknien muss und sagen, ja, so sei es. Unabdingbar. Bitte, wenn Sie jetzt hier rausgehen und für den Rest Ihres Lebens vorsichtig sind mit der Idee, dass es ein Konzept geben könnte, wo Sie das eigene Gefühl von Verirrtsein durch ein übergeordnetes Wegemodell ordnen können. Wenn Sie ein Pfund Skepsis, von mir aus auch 2 Kilo, hier mit rausnehmen, dann hätte ich das Gefühl, ich habe meine Sache gar nicht mal so schlecht gemacht. Weil Ihr ureigenstes Verirrtsein ist die Lösung. Darum, bitte machen Sie keine Interventionen. Kopieren Sie auch keine Interventionen, die irgendjemand Ihnen anbietet, sondern werden Sie eine Intervention.